bin Frank Mischow von der Kindernothilfe. Ich bin einer der beiden Sprecher vom Bündnis Kindersoldaten. Und für uns ist ganz wichtig, dann, dass erreicht wird, dass Kinder unter 18 Jahren nichts in militärischen Einrichtungen zu suchen hat. Weltweit und in Deutschland erst recht. Ja, hallo, ich bin Ralf Willinger von Terbesom. Wir sind jetzt hier gerade in Osnabrück, waren hier gerade bei der Wahlkampfveranstaltung von Herrn Mittelberg und Frau von der Leyen. Deutschland hat eine Vorbildfunktion und für uns war es deshalb ganz wichtig, heute in Osnabrück mal mit der Ministerin persönlich in Kontakt zu kommen und die Möglichkeit zu nutzen, ihr deutlich zu machen, dass wir 30.000 Menschen in Deutschland gewonnen haben, die auch deutlich genau für diese Meinung stehen. Ja, schönen guten Abend. Ich arbeite schon seit längerer Zeit bei der Kinderrechtsorganisation Terbesom. Hat mich auch gefreut, dass Sie heute hier sind. Wir arbeiten eben zum Thema Kinderrechte international vor allen Dingen, auch zum Thema Kindersoldaten, ich speziell. Und da haben wir aber auch seit einigen Jahren einen Schwerpunkt auf dem Thema Minderjährige in der Bundeswehr, weil Sie wissen ja, dass auch 17-Jährige zur Bundeswehr können und da die Zahlen auch extrem ansteigen. Aus unserer Sicht ist es eben für Minderjährige kein Ort, eine militärische Ausbildung zu machen. Und ich denke, da sind auch durchaus viele Soldaten und Leute aus Ihrer Partei unserer Meinung. Wir würden jetzt gerne wissen, was die Gründe dafür sind, dass das so wichtig scheinbar ist, diese 2000 Jugendlichen eben nach wie vor zu rekrutieren. Frau von der Leyen hat die Frage offen beantwortet. Das war für uns ganz wichtig, dass es auch öffentlichkeitswirksam dann eine Möglichkeit gibt, mit ihr ins Gespräch zu kommen. Sie hat aber dann nur ausweichend reagiert. Das Thema Terre des Hommes. Ich bewundere und Sie wissen, wir unterstützen Ihre Arbeit. Ich habe häufig schon die roten Hände auch in Empfang genommen. Ich weiß, dass Sie auch einen Termin haben als Terre des Hommes bei uns im Ministerium schon in einigen Tagen oder Wochen. Der ist schon festgelegt. Und wo wir können, unterstützen wir Sie, denn Kindersoldaten ist unerträglich und in keiner Form akzeptabel. Grauenhaft zerstört Kinderseelen und ist auf jedem Gebiet auch zu bekämpfen. Ihre Frage ist, warum dürfen Menschen mit 17 zur Bundeswehr? Vielleicht nochmal, damit man sich gemeinsam justiert, mit 16 darf man bereits zur Polizei. Wir haben die gleichen Regeln, die kennen Sie, die Regeln, dass die Ausbildung stattfinden kann, aber dass Sie keinerlei Dienst verantwortlich mit einer Waffe wahrnehmen können. Die meisten werden dann bald auch 18, das ist auch eine Frage einfach, für die jungen Menschen, die in diese Ausbildung reingehen wollen, dass sie typischerweise zwischen 16 und 17, mit 16 dürfen sie noch nicht zu uns kommen, da dürfen sie nur bei der Polizei sich bewerben, mit 17 können sie bereits zu uns kommen. Und ich muss Ihnen ganz offen sagen, wir stellen uns dem gesamten Ausbildungsmarkt, dem sich auch der Mittelstand widmet, also die Bundeswehr dort rauszunehmen, aus einem Grund, der eigentlich nicht nachvollziehbar ist. Sie sind nicht alleine mit der Waffe unterwegs und Sie haben keine einzige Funktion, die Sie mit der Waffe wahrnehmen könnten. Also Sie sind da im geschützten Raum. Das ist für mich nicht plausibel, sondern wir müssen genau wie alle anderen auch eine Möglichkeit haben, da mitzumachen. Ändert gar nichts an der Tatsache, dass Sie vollkommen recht haben mit dem Thema Kindersoldaten. Oder Sie haben ein ganz anderes Thema. Das eine vermischen wir nicht mit dem anderen und insofern ist das die Begründung für unsere Aufnahmepraxis. Sie hat eben das ein bisschen umgedreht und hat eben sich als normaler Arbeitgeber im Prinzip präsentiert, der auch auf dem normalen Arbeitsmarkt tätig ist, obwohl sie selber vorher gesagt hatte, dass die Bundeswehr kein normaler Arbeitgeber ist. Soldat sein ist kein Beruf wie jeder andere, gar keine Frage. Was natürlich auch stimmt. Und ist eigentlich auf diese Frage, sind Minderjährige da bedroht oder nicht, ist das ein Ort für Minderjährige insofern nicht eingegangen, hat das eben eigentlich nicht beantwortet. Und das ist aus unserer Sicht sehr unbefriedigend. Also es ist ja noch mal deutlicher jetzt geworden in den letzten Monaten, was in der Bundeswehr alles ablaufen kann. Ja, das machen sicher nicht alle Soldaten, aber es gibt sexuelle Belästigung, es gibt herabwürdigendes Verhalten, gerade gegenüber jüngeren Rekruten. Und ich glaube, da ist es selbstverständlich, dass man da mindestens die 18-Jahres-Grenze einhält bei der Rekrutierung. Wir hatten in der Veranstaltung am Anschluss dann die Möglichkeit, diese Unterschriften zu überreichen. Und das ist für uns ein ganz wichtiges Ziel gewesen, weil sie dann merkt, dass da viele Interessierte und Engagierte auch zu dem Thema in Deutschland existent sind. Und wir wahrscheinlich auch schaffen, jetzt am 14.09. einen Termin in ihrem Ministerium zu haben. Und das ist für uns ein sehr wichtiges Element, um sozusagen langfristig zu schaffen, dass keine Kindersoldaten mehr auch in der Bundeswehr tätig sind.